Gefühlt ist die Scrum Alliance bei uns ja primär durch ihre Scrum-Zertifikate präsent. Mit der Mission Transforming the World of Work geht die Ambition dieser Non-Profit-Organisation eigentlich deutlich weiter. Ich bin sehr froh, dass ich für diese Folge Sohrab Salimi von der Agile Academy gewinnen konnte, weil Sohrab war bis zum Jahreswechsel Boardmitglied bei der Scrum Alliance und ist damit der perfekte Ansprechpartner, diese Ambition, deren Handlungsfelder und was dies für uns bedeutet, zu diskutieren. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Sohrab Salimi für diese heutige Folge gewinnen konnte, weil ich wollte mal aufarbeiten, was ist eigentlich die Scrum Alliance? In Deutschland wird die Scrum Alliance ja wahrgenommen als eine Zertifizierungsorganisation und ich glaube auch kaum mehr als das. Dabei möchte die Scrum Alliance ja eigentlich mehr sein als das. So gesehen habe ich mich sehr gefreut, dass der Sohrab heute Zeit hat, mit mir das Thema aufzuarbeiten. Schön, dass du da bist. Ja, danke Ralf für die Einladung. Freue mich. Magst du dich einmal vorstellen, was dich mit diesem Thema verbindet und warum du da für mich der richtige Ansprechpartner bist? Ob ich der richtige Ansprechpartner bin, musst du entscheiden. Aber ich glaube, du hast mich angeschrieben beziehungsweise angesprochen, weil ich ähnlich wie du eben auch seit vielen, vielen Jahren Certified Scrum Trainer bin, aber darüber hinaus in den letzten 3 Jahren als Aufsichtsratsmitglied, sogenannter Board Member in der Scrum Alliance tätig war, zwischenzeitlich sogar als Vice Chairman of the Board. Cool. Das ist doch, also für mich ist das eine Definition von passender Ansprechpartner, um aufzuarbeiten, was die Scrum Alliance auszeichnet. Aber magst du vielleicht einmal zusammenfassen, was ist die Scrum Alliance in wenigen Worten? Ja, also die Scrum Alliance ist erstmal eine Organisation, die versucht, weltweit das gesamte Thema Scrum und agiles Arbeiten zu positionieren. Der Slogan der Organisation lautet hier seit vielen Jahren Transforming the World of Work. Jetzt kann man immer die Frage stellen, was bedeutet eigentlich Transform? Transform kann ja auch hin zum Schlechten sein. Natürlich ist die Intention, die Arbeitswelt an der Stelle besser zu gestalten. Ich habe es in meinen Worten immer so zusammengefasst, das Ganze soll produktiver werden, humaner werden und idealerweise auch nachhaltiger. Wir haben hier so Begriffe wie Sustainable Pace auch im agilen Manifest beziehungsweise im Scrum-Kontext mit drin. Und das sind alles Themen, die die Scrum Alliance verfolgt. Die Organisation selbst ist als eine sogenannte Not-for-Profit-Organisation aufgestellt, also nicht mit dem primären Ziel, Geld zu verdienen. Bedeutet nicht, dass sie kein Geld verdienen darf, aber eben es geht hier nicht darum, Shareholder-Value-Maximierung zu betreiben, sondern tatsächlich primär der Mission zu folgen. Und darauf basierend hat die Scrum Alliance seit vielen Jahren eben ein großes Netzwerk an Partnern, das sind primär Trainers und Coaches, akkreditiert, die dann wiederum in der ganzen Welt, in verschiedensten Industrien und Unternehmen die gesamte Thematik vorantreiben. Unter anderem so Leute wie dich und eben mich. Mhm, passt. Aber das Wichtige dabei ist, eigentlich hat sie eine Mission an der Stelle, eigentlich ist sie non-for-profit und es geht halt eben nicht einfach nur darum, wie sind wir die weltweit größte Scrum-Zertifizierungsorganisation, sondern der Zweck hängt letztlich deutlich höher. Absolut, absolut. Und nicht nur, also du hast gesagt, eigentlich, sondern sie hat tatsächlich eine Mission und sie ist tatsächlich eine Not-for-Profit. Das Geld, was die Scrum Alliance beispielsweise auch in guten Jahren als Profit verdient, wird nicht an irgendwelche Leute ausgeschüttet, sondern bleibt tatsächlich bei der Organisation, um wiederum Investitionen in Bereiche zu tätigen, die vielleicht auch nie profitable Geschäftsbereiche sind. Beispielsweise das gesamte Thema Scrum in Schulen und so weiter und so fort. Mhm. Cool. Aber das ist dann auch ein ganz guter Einstieg, wenn wir sagen, das ist der Zweck, wofür die Scrum Alliance einsteht. Und gleichzeitig haben wir aber diese Diskrepanz, dass in Deutschland man die Scrum Alliance ja vor allem für den zertifizierten Scrum Master sieht, vielleicht auch noch für andere Zertifizierungen, aber vor allem, das sind doch die irgendwelche Scheine ausstellen. So gesehen ist es spannend, jetzt sich die Frage zu stellen, welche Themen und Fragen sollten wir aufarbeiten von dem, wie die Scrum Alliance bereits schon jetzt auf den Dachraum wirkt, aber vielleicht auch, welche Themen wir jetzt noch nicht so präsent haben bei uns. Welche Themen sollten wir da in diesem Podcast aufarbeiten? Ja, also ich glaube, ein Thema, was interessant sein könnte, ist insgesamt das Thema Zertifizierungen. Warum wird die Scrum Alliance so wahrgenommen und was ist das Gute daran? Was könnte auch das Schlechte daran sein? Das Zweite ist, warum ist die Scrum Alliance in dieser Thematik überhaupt drin? Welches Ziel verfolgt sie als Organisation damit,
dass beispielsweise Leute wie du und ich zu zertifizierten Scrum-Trainern ernannt oder akkreditiert werden. Dann könnten wir hingehen und darüber diskutieren, was macht die Organisation noch, in welchen anderen Bereichen ist sie tätig, beziehungsweise was könnte in den nächsten Jahren kommen. Und wir könnten uns das Ganze auch nochmal im Vergleich zu anderen, in Anführungsstrichen konkurrierenden Organisationen eventuell anschauen, ohne dass es darum geht, den einen besser und den anderen schlechter zu machen, sondern einfach mal versuchen, soweit du und ich das objektiv überhaupt können, mal zu betrachten, wo denn die Unterschiede in den Organisationen sind. Vielleicht auch, warum du und ich uns ausgesucht haben, mit der Scrum Alliance enger zusammenzuarbeiten und eben nicht mit den anderen Organisationen. Das sind Dinge, die mir so spontan einfallen. Nee, das passt doch. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes, ganz rundes Paket. Zu dem Vergleich zu anderen Organisationen können wir ja letztendlich auch nochmal gucken, wie wir meine Folge ergänzen, die ich mit Dominik Maximini aufgenommen habe, weil ich bin absolut deiner Meinung, wir müssen auch immer aufpassen, wo sollten wir uns auch als befangen ansehen und dann gegebenenfalls auch mal gucken, dass wir ergänzende Perspektiven haben. Deswegen habe ich zur Aufarbeitung Scrum Org und Scrum Alliance zum Beispiel haben wir gesagt, machen wir zusammen einen Artikel, machen wir zusammen eine Podcast-Folge und arbeiten das einmal auf, damit es halt eben nicht einer ist, übrigens, ich schreibe mal zusammen, warum die anderen doof sind, sondern eher ein, was sind die Philosophien dahinter, ja. Aber lass einfach bei deinen Fragen auch gerne oben anfangen. Also ich finde die Frage, weil die Scrum Alliance ja nun mal auch erstmal sehr stark für die Zertifizierung wahrgenommen wird, warum Zertifizierung, warum ist die Scrum Alliance drin, was ist das Gute und das Schlechte an Zertifizierung? Lass das gerne einfach als ersten Themenbereich mal angehen. Also das Ganze ist ja vor vielen, vielen Jahren gestartet. Da waren weder du und ich, also wir waren schon am Leben, aber wir waren noch lange nicht, glaube ich, in dieser Thematik drin. Und mein Verständnis auch nach vielen Gesprächen mit Leuten, die da schon länger dabei sind, die Organisation ist damit insgesamt gestartet. Also der Ken Schwaber, der interessanterweise ja der Gründer von sowohl der Scrum Alliance als auch von Scrum.org ist, hat damals angefangen, um gewisse Standards zu etablieren und überhaupt auch das Wissen zu Scrum initial zu vermitteln, sogenannte Kurse zu geben. Und für einige seiner Kunden kamen wohl nur Kurse in Frage, wo am Ende des Tages auch eine Zertifizierung ausgestellt wird. Diejenigen von den Hörern, die in größeren Unternehmen arbeiten, die kennen das vielleicht. Es gibt da die ein oder andere Policy in der HR-Abteilung, die dann besagt, ja, unsere Mitarbeiter müssen ja ein Zertifikat am Ende bekommen, damit wir als HR auch prüfen können, dass sie denn tatsächlich erfolgreich an diesem Kurs, an dieser Weiterbildung teilgenommen haben. Und Ken Schwaber, man kann von ihm halten, was man möchte, ist eben an der Stelle auch ein guter Geschäftsmann, hat das Potenzial darin gesehen, über die Positionierung eines entsprechenden Produktes auch das gesamte Thema Scrum und agiles Arbeiten stärker zu positionieren und hat das aufgegriffen. Und somit ist das erste Produkt, der sogenannte Certified Scrum Master, bis heute auch das am meisten nachgefragte Produkt entstanden. Und in den ersten Jahren mussten eben auch andere Trainer dann dazukommen, weil das sonst eben nicht skaliert hätte. Und mit der Zeit sind eben mehr und mehr Trainer akkreditiert worden. Und das, was die Organisation heute macht, ist weniger die einzelnen Teilnehmer in den Kursen zu zertifizieren, auch wenn die Organisation am Ende die Zertifikate ausstellt, sondern vielmehr liegt der Fokus darauf, entsprechende Leute als Vermittler der Thematik zu zertifizieren, zu akkreditieren und zu sagen, ja, hier du Ralf oder du Sorab oder wer auch immer, ihr habt nachgewiesen, dass ihr ein gewisses Erfahrungslevel habt, was Scrum angeht. Ihr habt nachgewiesen, dass ihr in der Lage seid, die Thematik auch zu vermitteln und ihr habt hier unsere Lernziele erfüllt und dementsprechend geben wir euch die Möglichkeit, in euren Kursen Leuten diese Zertifizierung quasi auszustellen. Ja, ich würde das gerne auch nochmal ergänzen um den Punkt, dass ich glaube, viele Leute unterschätzen, dass was Faktoren waren, warum Scrum sich durchgesetzt hat als die meistverbreitete agile Methode, wo halt über die ganze Welt auch ein schrittweit ein einheitliches Verständnis auch mit dem Scrum Guide existiert. Und ich glaube, neben dem, dass Scrum ein minimales Rahmenwerk ist, ist der zweite Faktor, dass der CSM da einen ganz wichtigen Beitrag geleistet hat, weil halt einfach weltweit vermittelt wurde, weltweit so nachgefragt wurde und die Leute haben halt auch sich gefragt, wie finde ich einen Weg in das Agile und haben damit eine Initialzündung erfahren, aber halt eben auch eine vergleichbare Initialzündung und damit hat es sich einfach auch so verbreitet. Ich glaube, ohne den zertifizierten Scrum Master wäre Scrum nicht die weit verbreitetste agile Methode gewesen oder es wäre deutlich heterogener gewesen. Ja, dem würde ich zustimmen.
Wie würdest du das noch ergänzen? Jetzt hast du gesagt an der Stelle, dass das als Thema gut positioniert wurde. Wir sagen auch, dass der Erfolg dadurch kam. Du hast eben auch nochmal den Wert drauf gelegt, dass es vor allem darum geht, dass die Trainer akkreditiert werden, die Trainer und Coaches akkreditiert werden an der Stelle und damit dann halt auch nachgewiesen haben, dass sie bestimmte Sachen vermitteln. Wie siehst du den Wert von Zertifizierungen heute? Und wo siehst du vielleicht auch die Grenzen oder auch die Missverständnisse? Ja, also ich habe selber als jemand, der mehrere Studiengänge absolviert hat, nie das eigentliche Problem mit Zertifizierungen verstanden. Weil für mich war das immer so, es gibt Berufe, da geht man hin, man studiert. Ich habe ursprünglich Medizin studiert, bin quasi an der Stelle Arzt. Ja? Und keiner geht hin und sagt, okay, der hat ja jetzt nur Medizin studiert. Nein. Man hat Medizin studiert und das gibt einem die Möglichkeit oder eine gewisse Akkreditierung gegenüber anderen Leuten, die das nicht gemacht haben. Das bedeutet jetzt nicht, dass jede Person, die das studiert hat, in jedem Fall besser ist als jede Person, die das nicht studiert hat. Aber es geht immer um das Thema Wahrscheinlichkeiten. Man weiß, eine Person hat sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Wenn wir uns jetzt mit dem Thema Scrum und Agilität auseinandersetzen, glaube ich auch, dass das initial so gestartet ist wie etwas, was eben ja neu geboren war. Auf einmal war da ein neues Framework. Es gab einige Leute, die hatten an der Entstehung des Frameworks mitgewirkt. Andere Leute haben intuitiv so gearbeitet. Aber in dem Moment, wo wir gewisse Standardisierung haben wollen, und ich weiß, viele Leute in der agilen Community tun sich auch mit dem Begriff Standardisierung wiederum schwer, aber wenn es gilt, gewisse Standards zu setzen, auch im Hinblick auf Qualität oder ein gemeinsames Verständnis, wie du es eben beschrieben hast, zu kreieren, dann muss dort etwas mehr Professionalisierung mit reinkommen. Ich sage auch immer, Scrum hat initial als etwas begonnen, was keine Profession war, aber mit der Zeit wird die Rolle des Scrum Masters eine Profession. Und zur Ausübung dieser Profession, egal ob das jetzt ein Friseur ist oder ob das ein Arzt ist, muss man durch gewisse Schritte gehen. Und das versucht eben die Scrum Alliance mal mit mehr Erfolg, mal mit weniger Erfolg eben abzubilden. Einen strukturierten Weg, um in eine bestimmte Rolle, Scrum Master, Product Owner, heutzutage eben auch die Rolle des Agile Leaders reinzufinden. Sind die Kurse alle perfekt? Definitiv nicht. Aber jeder dieser Kurse bildet eben einen ersten Schritt, ein erstes Inkrement in die Richtung, dass die Leute systematisch sich einer Profession annähern können und innerhalb dieser Profession Tag für Tag, Woche für Woche besser werden können. Das heißt, du meinst damit auch mit dem Begriff Wahrscheinlichkeit, meinst du ja auch den Punkt dabei, wie erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir Missverständnisse und Fallstricke vermeiden? Und da gibt es ja nun mal absolut. Die Fallstricke. Da gibt es ja zum Beispiel die Fallstricke, dass wenn Leute sich ein Scrum-Buch zur Hand nehmen an der Stelle, dass sie da sehr viele Sachen überlesen, mit ihrer bisherigen kulturellen Brille drauf gucken. Und dein Hinweis ist, wenn Leute da den richtigen Einstieg erfahren oder auch Leute wirklich auch nachgewiesen haben, ich kann nicht nur das machen, sondern ich weiß auch, wie ich Leute dabei abhole und es vermittle, dass wir damit halt einfach auch dazu beitragen, dass es weniger Missverständnisse gibt. Absolut, absolut. Und ich meine, wenn man jetzt... Bevor ich selber in diese Thematik eingestiegen bin, bevor ich selber Trainer wurde, war ich auch jemand, der angefangen hat, mit Scrum zu praktizieren. Und wenn man jetzt da steht, stellt man sich die Frage, okay, zu wem gehe ich ins Training? Welches Buch lese ich? Welches Video gucke ich mir an? Da sind so viele Dinge. Und damals, als ich mich mit dieser Thematik beschäftigt habe, waren es noch viel weniger Dinge, als das heute der Fall ist. Das heißt, es gibt diese Flut an Informationen und wir wissen das alle, das ganze Thema Fake News und so weiter, es ist überall da. Woran merke ich, dass etwas mich tatsächlich weiterbringt und was sind Dinge, wo vielleicht nicht ganz so viel Kredibilität dahinter steckt? Und als Not-for-Profit-Organisation, die eben primär missions- und nicht profitgetrieben ist, versucht die Scrum Alliance dort eben genau diese Standards auch zu setzen, die Leute zu identifizieren, die tatsächlich diese Erfahrung haben, die in der Lage sind, das ganze Wissen auch zu vermitteln und eben auch nach und nach in anderen Bereichen anzuwenden. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Und deswegen habe ich eben auch die letzten 3 Jahre meine Zeit der Scrum Alliance in Anführungsstrichen zur Verfügung gestellt, um an dieser Thematik, an dieser Mission mitzuwirken. Macht Sinn, macht Sinn. Ich würde das gerne auch nochmal, ich versuche das hier im Podcast auch immer ein bisschen schärfer auch nochmal zu formulieren an der Stelle. Da draußen gibt es eine ganze Reihe Leute, die haben einmal eine Scrum-Einführung gemacht oder in einer Scrum-Einführung mitgearbeitet. Und die ziehen dann teilweise durch die Gegend und versuchen mit dieser einen Erfahrung anderen Leuten zum Beispiel Scrum beizubringen.
Das kann gut gehen. Es gibt aber eben auch die Wahrscheinlichkeit dabei, dass diese Personen einfach nur versuchen, ihre Best Practice anderen aufzudrücken und damit letztendlich auch den Kern von Scrum wieder kaputt machen. Also gesehen, es ist halt eben auch eine Sache, die man wirklich lernen muss, das zu vermitteln. Es ist an einigen Stellen auch einfach ein Business geworden. Und man muss sich immer fragen, wie finde ich dabei einen Zugang, der möglichst nicht diese Missverständnisse und auch diese Dysfunktionen hat. Richtig, richtig. Und es gibt ja, also ich meine, es gibt viele vergleichbare Dinge. Jeder Mensch kann sich Unternehmensberater nennen. Ist kein geschützter Begriff. Du hast in der Beratung gearbeitet, Ralf. Ich habe in der Beratung gearbeitet. Es gibt aber einen Unterschied zwischen diesen unterschiedlichen Beratungsunternehmen. Ja? Deswegen mit der Zeit etablieren sich eben Brands. Ob das jetzt ein McKinsey ist, ob das ein Boston Consulting ist, ob das ein Accenture ist. Jetzt kann man von diesen Unternehmen halten, was man möchte. Aber jedes dieser Unternehmen hat sich eine gewisse Brand, eine gewisse Marke aufgebaut. Was ist der Wert einer Marke? Eine Marke vermittelt immer nur Vertrauen oder eben nicht. Und wenn ich diese Marke kenne, wenn ich dieser Marke vertraue, dann bin ich in aller Regel bereit, für diese Marke ein gewisses Mehr an Geld auch zu bezahlen, weil ich dann ein ruhigeres Gewissen habe. Es gibt ja diesen Spruch, nobody gets fired for hiring IBM. Vor 30 Jahren hieß es so, mittlerweile heißt es, nobody gets fired for hiring McKinsey. Und das ist genau dieses Vertrauensthema. Und ich glaube, was man da versucht zu machen, als Scrum Alliance, aber auch als viele andere Organisationen, ob das in Scrum.org ist, etc., ist eben genau diese Marke zu kreieren, genau dieses Vertrauen zu kreieren, sodass die Leute, Individuen oder auch Organisationen, die sich auf diese Reise begeben, sich irgendwo dran orientieren können. Weil Scrum Master und Agile Coaches gibt es wie Sand am Meer. Aber wer davon wirklich was kann, das, glaube ich, können am besten unabhängige Organisationen akkreditieren. Und man muss ja auch sagen, dass die Scrum Alliance sich inzwischen auch versucht hat, von dem, dass es nur zwei Tageskurse gibt, weiterzuentwickeln und wirklich versucht, auch Learning Journeys anzubieten an der Stelle. Das heißt, wie bieten einen Ausbildungspfad an von dieser Art amerikanischen Führerschein, was 2-3 Tage Training ja nun mal sind, das ist ein amerikanischer Führerschein und kein europäischer, an der Stelle hinzugehen, zu sagen, wie sammle ich Erfahrung, reflektiere das in weiteren Stufen und kann mich bis hin zum Coach entwickeln. Also gesehen, dem wird ja auch Rechnung getragen. Ja. Absolut, absolut. Aber hast du nicht noch irgendeinen, also jetzt haben wir nur positiv über Zertifizierung gesprochen, hast gesagt, du kannst das Problem nicht nachvollziehen, aber welche Dysfunktionen treten denn mit Zertifizierung teilweise? Ja. Also ich glaube, du hast es eben schon angesprochen mit der Führerscheinthematik. Ich persönlich fand auch die Analogie zum Führerschein nie wirklich gut, weil egal ob in den USA oder in Deutschland, du brauchst einen Führerschein, um überhaupt Auto fahren zu dürfen. Ich sage meinen Kursteilnehmern immer, ihr müsst nicht zu mir kommen, um als Scrum Master tätig zu sein. Es gibt Leute, das sind Autodidakten und die machen das gut. Ich habe selber so gestartet. Ja, also ich musste nicht erst zu einem Kurs, damit ich als Scrum Master tätig sein konnte. Ich persönlich habe sogar davon profitiert, initial mal als Scrum Master zu arbeiten, mich selbst mit der Materie auseinanderzusetzen, in die ein oder andere Falle zu tappen, weil ich dann im Kurs die Dinge auch ganz anders aufnehmen konnte. Also das ist das eine. Also ich würde auch sagen, es gibt sogar Leute, die gehen nie im Leben zum Kurs, aber es sind wirklich Autodidakten und die werden extrem gute Scrum Master. Ich habe solche Leute gesehen. Aber ich glaube, einer der größten Kritikpunkte, die ich an der Stelle hätte, ist, und das kommt mehr, weniger von der Scrum Alliance, aus meiner Sicht, mehr von dem, wie die Leute es wahrnehmen oder wie Leute auch wahrnehmen wollen. Ich war jetzt 2 Tage beim Kurs oder 3 Tage, jetzt bin ich zertifizierter Scrum Master. Mhm. Und ich sage es meinen Kursteilnehmern immer ganz offen. Ihr wart bei einem zertifizierten Kurs. Das macht, auch wenn der Titel heißt Certified Scrum Master, ich würde jetzt nicht sagen, dass ihr zertifizierte Scrum Master seid. Ihr habt gerade euren ersten Schritt gemacht. Mhm. Jetzt geht es daran, die Dinge, die wir im Training gemacht haben, zwar sehr praxisnah, aber immer noch in der Theorie, in die Praxis umzusetzen. Nutzt die Tools, nutzt die Techniken und werdet jeden Tag besser. Der Kern von Scrum ist die kontinuierliche Verbesserung. Und wenn ihr das nicht tut, wenn ihr denkt, nach dem 2-Tagen-Kurs die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, da werdet ihr definitiv scheitern. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man sehr, sehr bewusst mit den Leuten ins Gespräch treten muss. Ob das jetzt eine HR-Abteilung ist, die einen Trainer sucht, um hunderte von Leuten in-house weiterzubilden, oder ob das ein Freiberufler ist, der zu einem in einen Kurs kommt und danach in sein erstes Scrum-Projekt gehen möchte.
dieses Bewusstsein zu schärfen, ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die wir als Trainer, als Coaches haben, damit das eben nicht missverstanden wird, sondern die Dinge entsprechend eingeordnet werden und man dann darauf basierend sich weiterentwickelt. Ja, ich sehe in dem Zusammenhang auch immer wieder kritisch, dass wir einige von unseren Kollegen haben, die tatsächlich auch gerne mal den zertifizierten Scrum Master als Ausbildung bezeichnen, wo ich halt immer wieder auf Wert drauf lege, das ist ein zertifizierter Kurs, aber eine Ausbildung ist für mich mehr als 3 Tage. Absolut, absolut. Nee, das passt. Aber jetzt haben wir gesagt, wir wollen darüber reden, dass die Scrum Alliance eben eine Mission hat, mehr ist als nur Zertifizierung. Wir haben gerade eingeordnet, warum Zertifizierung auch in der Streubreite, in der sie inzwischen angeboten werden, eine Hilfe dabei sind, Qualitätsstandards zu setzen. Und teilweise möchte die Scrum Alliance dabei sogar ja auch nur anregen, dabei, dass bestimmte Sachen sich etablieren. Also der Chief Product Owner hat vor kurzem mal eine Rede gehalten, gesagt, wir wollen mit unseren Coaching-Zertifizierungen dafür sorgen, dass ein Standard entsteht, den andere klauen und an dem sie ein konkurrierendes Produkt ansetzen. Das würde keine For-Profit-Organisation sagen. Die würde sagen, wir wollen den Markt dominieren. So gesehen, das ist ein spannender Punkt. Aber lass mal drüber sprechen, was macht die Organisation noch? Ja, also ich glaube, wir können jetzt mal uns anschauen, was die Organisation historisch noch gemacht hat und dann schauen, was steht in den nächsten Jahren auch noch aus. Neben dem Zertifizierungsprodukt hat die Organisation schon immer sehr viel Wert darauf gelegt, auch Community Building zu machen. Und das fängt an bei der Trainers and Coaches Community, wo wir beide ja Mitglieder sind, was eine globale Community von Trainern ist, überall auf der Welt. Mittlerweile sind wir, glaube ich, fast 350 Leute. Immer noch sehr unterrepräsentiert, Damen auch sehr unterrepräsentiert, quasi Leute aus beispielsweise Afrika oder auch Asien. Aber es ist tatsächlich eine globale Community und wir haben regelmäßigen Austausch über, ob das jetzt eine Google-Gruppe ist oder Slack. Und bevor Corona haben wir uns häufig 2-mal im Jahr bei den entsprechenden Gatherings gesehen. Ja? Also dieses Community-Building sehen wir auf der, in Anführungsstrichen, oberen Ebene, was die Trainer und Coaches angeht. Aber wir sehen es auch mit den ganzen User-Groups, die weltweit existieren. Wir haben in Köln den Scrum-Tisch. Viele Leute, die zum Scrum-Tisch Köln kommen, wissen nicht, dass es eine eingetragene Scrum Alliance User Group ist, wo man eben auch sogenannte Weiterbildungspunkte, Scrum Education Units sammelt. Ich wette, in Hamburg gibt es etwas, es gibt in Melbourne etwas, es gibt in Singapur etwas. Auch dafür hat die Scrum Alliance einiges getan. Also die Communities sehe ich als zweites wichtiges Produkt. Dann haben wir das ganze Thema Gatherings gehabt, also wiederum Möglichkeiten, wo Leute zusammenkommen, wo aber auch Informationsaustausch stattfindet, wo man seine kontinuierliche Neugier quasi befriedigen kann. Auch das extrem, extrem wichtig. Und was wir uns jetzt anschauen, ist eben... Ich würde noch ergänzen, eine meiner Lieblingsveranstaltungen der Scrum Alliance ist tatsächlich, sind die Agile Coaching Retreats, wo ich ja das... eines der letzten Präsenzthemen 2019 hier in Hamburg organisiert habe, weil es halt einfach ein Punkt ist, wo man wirklich auch dafür sorgt, die Scrum Alliance gibt einen großen Teil des Geldes auch, dass Leute privat dazukommen können an der Stelle und man wirklich bestimmte Themen erleben und aufarbeiten kann, sodass etwas dabei entsteht. Und das sind die Veranstaltungen, die ich am meisten liebe. Genau. Und das wäre jetzt für mich auch das nächste Thema gewesen, das ganze Thema Coaching. Du hast schon angesprochen, die Etablierung einer von gewissen Standards oder eben Levels, was das ganze Thema Coaching angeht. Jeder kann sich Agile Coach nennen, auch das wieder kein geschützter Begriff, aber zu schauen, was bedeutet das eigentlich und wie bringen wir die Leute dorthin? Also nicht nur zu sagen, du bist drin und du bist draußen, sondern welchen Weg gibt es dorthin zu kommen? Ob das so ein Coaching-Retreat ist, ob das die Ausbildungspfade sind, ob was auch immer, das sind auch nochmal Dinge, an denen die Scrum Alliance arbeitet. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe an weiteren Themen, ob das jetzt Scrum in Schulen ist, und Leute, die unterstützt werden, die in dem Bereich arbeiten, also da wird extrem viel experimentiert, bis hin zu Scrum im Aufsichtsrat, was wir selber bei uns versuchen anzuwenden, die agilen Prinzipien, und darüber wieder Wissen zu generieren, das mit anderen Organisationen zu teilen, ob das jetzt über Paper, Videos oder vielleicht sogar Ausbildungspfade dann für Aufsichtsratmitglieder sind. Das sind alles Themen, an denen die Scrum Alliance arbeitet, um eben eine Organisation in allen Bereichen zu verändern oder ändern zu können und entsprechende, in Anführungsstrichen, Lösungen zur Verfügung zu stellen. Gerade zum Scrum im Aufsichtsrat, glaube ich, hast du ja einen bestimmten Einblick. Kannst du da noch ein bisschen ausholen? Wie passt Scrum zur Arbeit eines Aufsichtsrates?
Ja, es ist eine gute Frage. Ich meine, das ist auch etwas, was wir uns in den letzten 3 Jahren, wo ich da war, beispielsweise gestellt haben. Vielleicht ein bisschen Kontext dazu. Als ich in den Aufsichtsrat der Scrum Alliance kam, hatte ich überhaupt keine Ahnung, wie so ein Aufsichtsrat funktioniert. Ich wusste auch nicht, was die Aufgabe ein Aufsichtsrat ist. Ich habe relativ schnell gelernt, die wichtigste Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, einen CEO oder in dem Fall bei uns waren es 2 CEOs zu bestellen und dann wiederum diese CEOs zu kontrollieren. Für mich war das sehr, sehr ähnlich wie die Aufgabe von Stakeholdern oder den Hauptstakeholdern in der Produktentwicklung. Weil die Stakeholder der Produktentwicklung sind selber operativ nicht mit drin. Eigentlich müssen die das Team zusammenstellen oder zumindest einen Product Owner auswählen, der oder die das Thema vorantreibt und dann aber in regelmäßigen Interaktionen mit so einem Product Owner zusammenkommen, Feedback geben und irgendwie schauen, ob das Ganze sinnhaft ist. Und wenn nicht, dann ihre Kritik entsprechend kommunizieren. Nachdem ich das Konzept verstanden hatte, habe ich immer die Frage gestellt, okay, was hindert uns als Aufsichtsrat, mehr gemäß Scrum und agilen Prinzipien zu arbeiten? Weil wenn man sich das dann anschaut, die meisten Aufsichtsräte sind sehr, sehr strikt. Da gibt es mehrere Committees im Hinblick auf, was macht man mit Budget, was macht man mit Compensation, was macht man hier und da. Und es ist sehr wenig Agilität drin. Aber eigentlich bildet das Konstrukt eines Aufsichtsrats in der Interaktion mit dem CEO oder eben den C-Level Executives einer Organisation genau die richtigen Rahmenbedingungen, um dort auch mehr agile Prinzipien reinzubringen. Beispielsweise könnte so ein Update vom CEO in Richtung Aufsichtsrat statt einmal im Quartal oder alle halbe Jahre mal auch in kürzeren, regelmäßigeren Zyklen à la Sprint Review stattfinden. Was dann auch massiv dazu beiträgt, dass beispielsweise so Aufsichtsratmeetings wesentlich kürzer werden. Also ganz viele dieser kleinen Änderungen, ne, Prinzipien, die wir aus der Produktentwicklung kennen, kann man auch dort auf die Board-Ebene übertragen. Einiges davon haben wir in den letzten Jahren schon gemacht. Andere Dinge stehen jetzt noch für die aktuellen Aufsichtsratmitglieder für die nächsten Jahre aus. Auch dort passiert ein Wandel nicht so, ne, von heute auf morgen, sondern es braucht Zeit, weil man eben die Prozesse, die Strukturen und so weiter schaffen muss. Aber ich glaube, in Summe sind wir dort auf einem guten Weg. Ja, und ich glaube, das kann man gleich auch nochmal gut ergänzen um den Punkt, dass die Scrum Alliance auch das Leben, das ganzheitliche Leben von Scrum in der Organisation vorlebt. Howard und Melissa als Vorstände, als Chief Scrum Master und Chief Product Owner sind dort letztendlich eingesetzt und dann versucht er ja, sich sehr stark auch an Scrum zu orientieren. Und ich finde es relativ inspirierend und cool, wie sie auch relativ transparent mit regelmäßigen Videos, mit öffentlichen Reviews, in die man reingehen kann an der Stelle, diese Sachen vorzuleben und zu verbreitern. Also wir gucken nochmal in den Shownotes, dass wir auch dazu nochmal ein paar Videos verlinken, einfach damit ihr euch das angucken könnt, weil das ist eine Sache, nichts ist inspirierender, als es vorzuleben. Ja, absolut. Und ich glaube, dann sieht man eben auch, dass es nicht wirklich einfach ist. Also all die Dinge, wenn man sich Scrum als Rahmenwerk mal anschaut, dann sagt man, easy, ne? Und jeder, der es angewendet hat, egal ob das jetzt ein Team ist, ob das in einem Startup ist und vor allem, wenn es ein größeres Unternehmen ist, man weiß, es ist nicht einfach. Und genauso auch bei der Scrum Alliance ist es nicht einfach, es ist in den Teams nicht einfach, es ist auf Organisationsebene nicht einfach und es ist auch im Aufsichtsrat nicht einfach. Aber ich habe weiterhin die Überzeugung, dass es sich lohnt, diese Schwierigkeit, diese Herausforderung auf sich zu nehmen, weil die Ergebnisse, die man dann bekommt, auch schon sehr früh, da sieht man, da ist echt in Anführungsstrichen Magie dahinter. Ja? Man kann wirklich ganz viele andere Dinge erreichen und vor allem kann man die Leute wesentlich besser mitnehmen. Das heißt, die Scrum Alliance lebt Sachen vor im Aufsichtsrat, in der Organisation. Es finden die Sachen um die Community statt. Es findet die Unterstützung auch von Scrum in Schulen statt, an der Stelle. Gibt es da eigentlich im Deutschen irgendwie eine Verbindung von der Scrum Alliance zu dem, wie man Schulen unterstützt? Eine offizielle nicht. Ich habe beispielsweise selber in den letzten Jahren angefangen in meine Scrum Master Kurse. Ich hatte mehrfach Anfragen von Leuten aus Schulen bekommen und die haben dann immer gesagt, die können sich aber das nicht leisten, weil die Schule weder ein Weiterbildungsbudget hat und die Lehrer das aus eigener Tasche auch schwer bezahlen können. Und dann habe ich angefangen, mehr und mehr Leute als Stipendiaten quasi in die Kurse mit reinzunehmen. Immer ein, zwei Leute. Ich habe das auch in das Board of Directors mit reingenommen und die Scrum Alliance überlegt jetzt beispielsweise aus diesen Piloten von mir kommend, ob sie jetzt nicht anderen Certified Scrum Trainern auch das nahelegt, um da etwas strukturierter reingehen zu können. Aber so richtig gibt es da noch nicht. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, dort Dinge zu kreieren.
Genau. Aber hier vielleicht nochmal der Aufruf an die Zuhörer. Also falls ihr für eine Non-Profit-Organisation arbeitet oder für eine Schule, also bei mir gilt das so und ich glaube bei Sorab auch, wenn ihr sagt, ihr interessiert euch für dieses Thema, ihr könnt euch das aber nicht leisten oder es wird aus irgendwelchen Gründen wenig oder nicht bezahlt an der Stelle, meldet euch gerne bei mir, meldet euch gerne bei dir, Sorab, an der Stelle. Ja. Das ist ein Herzensanliegen für uns, gerade jetzt in diesen Zeiten, dass man da irgendwie hilft, diese Sachen auch weiter mit reinzukriegen. Da kriegen wir dann auch was hin. Also selbst wenn da überhaupt kein Geld eine Rolle spielt. Und das ist auch das Coole, was ich an der Scrum Alliance wieder sehe an der Stelle, dass dieser Spirit halt drin ist. Ja. Cool. Was sie noch Was machen. Jetzt macht die habe ich schon ganz viel Scrum aufgezählt. Alliance? Wir haben das mit dem Vorleben gesagt, aber gab es da nicht noch diese Firmenbesuche, dieses Finanzieren und Fördern von Studien? Was gibt es da noch in der Richtung? Ah, stimmt. Also die Scrum Alliance macht mit der Universität in Oslo, ist das, glaube ich, gerade beispielsweise auch eine Studie, wo es darum geht, zu schauen, welchen Effekt hat eigentlich vernünftiges Coaching. Also nicht irgendein Coaching, sondern wenn man richtig gut in einer Organisation das Coaching macht, um dort, der ein oder andere wird es vielleicht kennen, à la Harvard Business Review Case Study, eben etwas aufbauen zu können, wo man eben auch höheren Führungskräften in Organisationen schwarz auf weiß darlegen kann, welchen Effekt, ne, eben peer-reviewed, studienbasiert, so ein Coaching innerhalb einer Organisation haben kann, um damit das gesamte Thema nochmal schmackhafter zu machen. Weil eine Sache, die wir ja häufig sehen, ist, vielen Führungskräften in klassischen Organisationen fehlt auch einfach das Vorstellungsvermögen. Die sehen auf der einen Seite, wie ein Amazon, wie ein Netflix, wie ein Google, wie ein Tesla sie quasi rechts, links von überall überholen, aber auf der anderen Seite überhaupt nicht die Perspektive, okay, wir könnten das auch, wenn wir in unserer Organisation gewisse Dinge strukturell komplett ändern würden. Und dort mehr und mehr quasi evidenzbasiert Dinge zu übertragen oder zu vermitteln, das ist auch so ein bisschen Anliegen der Scrum Alliance. Dazu gehört dann auch eine Zusammenarbeit mit dem Business Agility Institute und so. Da haben die ja auch, glaube ich, zu Anfang des Jahres ein gemeinsames Paper rausgebracht. Also viele dieser kleinen Dinge gibt es dann auch wiederum, die, glaube ich, in den nächsten Jahren nochmal zunehmen werden. Und dann vielleicht, um das abzuholen, also es gibt viele kleine Dinge, wo auch teilweise mal, wozu Geld gegeben wird, was möglich gemacht wird. Es gibt starke Community, es gibt das Vorleben, es gibt die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen wie dem Business Agility Institute oder Hochschulen an der Stelle. Hier für den Dachraum ist noch ganz spannend. Es gibt das German Chapter des Scrum Alliance, wo ich anfangs die ersten 2 Jahre für Vorstand war, was jetzt aber so langsam, glaube ich, auch anfängt, mehr und mehr sich mit Leben zu füllen. So gesehen, wenn ihr euch für Community-Austausch, wo Schritt für Schritt was interessiert, hier interessiert, da haben jetzt einige wieder Sachen angefangen. Die Webseite wäre scrumdach.de. Guckt da auch gerne nochmal hin. Da passieren auch regionale Sachen, die das versuchen, diesen Gap über den Atlantik zu schließen. Ja, vor allem auch den Gap dahingehend, dass bei der Scrum Alliance ja immer noch sehr, sehr viel, eigentlich fast alles in englischer Sprache abläuft. Und da kann man natürlich mit der Scrum Dach Community nochmal in deutscher Sprache besseren Anschluss Ja, finden. wobei da hatte ich das relativ überrascht auch gerade mitgekriegt, dass es jetzt ja zum Beispiel auch jetzt nicht nur Trainer gibt, sondern auch regionale Trainer, zum Beispiel den ersten regionalen Trainer für Japan, der halt eben nicht durch den englischen Prozess läuft und damit diese Hürden reduziert werden sollen. Also da passieren auch Dinge, was mich sehr positiv stimmt. Also gesehen, eine ganze Menge Sachen passieren da. Du hattest aber auch gesagt, was kommt in den nächsten Jahren? Was wird da in den nächsten Jahren noch passieren? Ja, einiges hatten wir ja schon angesprochen, was das Thema Coaching angeht, dort einen gewissen Standard zu setzen, damit einhergehend eben auch diese evidenzbasierte Forschung zu dieser Thematik, ne, dass Coaching dort tatsächlich oder vernünftiges Coaching an der Stelle tatsächlich auch ein Business Value haben kann. Ich glaube, eins der wichtigen Themen für die Scrum Alliance, ohne da zu viel auch vorwegnehmen zu wollen, ist eben auch über das Thema Scrum hinauszugehen. Und das heißt nicht, dass Scrum als Framework irrelevant wird, aber wir wissen alle, wenn man innerhalb einer Organisation mehr Agilität haben möchte, dann ist Scrum ja nicht das Allheilmittel. Es gibt eine Vielzahl von Tools, Techniken, Frameworks, die zusammenkommen, um allein in den unterschiedlichen Stadien der Produktentwicklung erfolgreicher zu sein. Sowas wie Design Thinking ist immer hilfreich. Kann man wunderbar mit Scrum kombinieren. Und vielleicht macht die Scrum Alliance etwas auch in dem Bereich. Sowas wie Kanban ist immer hilfreich. Kann man auch wieder wunderbar mit Scrum kombinieren. Darüber hinaus steht das gesamte Thema Skalierung
noch da. Ne? Also dort gibt es diverse Skalierungsframeworks. Scrum Alliance unterstützt auch einige davon. Auch dort könnte, glaube ich, noch mal einiges passieren. Und ich glaube selber, ohne jetzt dort wieder zu viel vorwegnehmen zu wollen, dass man sogar über das Thema Skalierung, was ja immer noch die Produktentwicklung betrifft, noch größer denken kann. Weil am Ende des Tages geht es nicht nur darum, die Produktentwicklungseinheit einer Organisation agil aufzustellen, sondern die gesamte Organisation agil aufzustellen, quasi das Betriebssystem eines Unternehmens zu ändern. Und ich denke, die Scrum Alliance kann dort einen sehr, sehr wichtigen Beitrag zu leisten. Cool. Also ist passieren da Dinge, es werden auch weitere Dinge passieren. Und in der Scrum Alliance gehört halt auch dazu, dass Sachen ausprobiert werden und dann man guckt, wie es sich weiterentwickelt. Gerade das Thema Agile Coaching liegt mir da sehr am Herzen. Da wird es demnächst auch wieder eine Folge zu geben an der Stelle, wo ich halt einfach nochmal 5 CTCs und CECs eingeladen habe, um zusammen halt einfach nochmal rauszustellen, was ist das Besondere andere auch an dieser Zertifizierung, weil ich glaube, es gibt kaum etwas Vergleichbares dazu. Es gibt nichts Vergleichbares dazu. Und wenn wir davon mehr hätten, wäre das extrem hilfreich, um das halt einfach auch zu professionalisieren. Ja. Was unterscheidet dies? Lass doch zum Abschluss nochmal darüber reden, dass das ja, wir haben jetzt eigentlich die ersten Fragen haben wir durch und die letzte Frage, die offen ist, ist noch im Vergleich zu anderen Organisationen, die versuchen, solche Sachen auch mit anzubieten oder zu unterstützen. Was unterscheidet da die Scrum Alliance? Warum ist das wichtig? Also wieder vorweg, ne? Ich glaube, sowohl du als auch ich haben dort einen gewissen Bias. Ne? Richtig objektiv. Also ich glaube, es ist wichtig für die Zuhörer, für die Zuschauer, dass das nochmal erwähnt wird. Richtig objektiv können wir, glaube ich, an dieser Stelle nicht sein. Ich versuche trotzdem, so objektiv wie möglich zu sein. Und für mich damals, ich habe sehr, sehr bewusst damals überlegt, mit welcher Organisation begehe ich meine eigene Reise und später dann, als ich wusste, ich möchte Trainer werden, bei welcher Organisation versuche ich dann entsprechend auch Trainer zu werden. Und dass die Scrum Alliance eine Not-for-Profit ist, das hat mich immer schon angesprochen. Damals wusste ich selber noch gar nicht, was sie denn so da alles tun, aber ich fand das grundsätzlich gut. Das ist eine quasi neutrale, unabhängige Behörde ist, die primär missionsgetrieben ist und da, wo nicht versucht, eine Person ihre eigenen Taschen zu füllen. Ne? Und das war für mich eine der wichtigen Sachen. Das Zweite, was für mich extrem wichtig war und wo ich glaube, auch die Bestätigung gesehen zu haben in den letzten Jahren, ist, dass sie als unabhängige Behörde, die eben nicht versucht, auf Teufel komm raus zu wachsen, mehr Umsatz zu machen, mehr Gewinn zu machen, wo man da wesentlich härter sein kann, was Qualitätsstandards angeht. Also wenn ich mir anschaue, was es braucht, um beispielsweise bei der Scrum Alliance ein Trainer zu werden, im Vergleich zu konkurrierenden, in Anführungsstrichen, Organisationen, dann glaube ich, ist das doch der härteste Weg in Richtung Trainerlizenz. Und nicht nur als existierender Trainer finde ich das gut, weil man könnte sagen, ja klar, solange das hart ist, bekommst du Sora weniger Konkurrenz, sondern schon damals, als ich selber auf dem Weg war, fand ich das gut, weil es mich zum einen angespornt hat, aber zum anderen wusste ich auch, wenn ich das schaffe, dann habe ich echt was geschafft. Und dann kann ich mit wesentlich besserem Gewissen zu meinen Kunden gehen, zu den Unternehmen gehen, die mit uns zusammenarbeiten wollen und aus meiner Erfahrungsschatz quasi schöpfen, denen die Themen vermitteln und so weiter. Und ich habe es wirklich als Anerkennung gesehen. Und ich habe als ich aus der Prüfung rauskam, aus dem sogenannten Trainer Approval Committee, aus dem mündlichen Interview rauskam und die Bestätigung hatte, dass ich bestanden habe, habe ich direkt meinen Vater angerufen und habe ihm gesagt, ich so, Papa, das Ding war teilweise noch schwerer für mich als der Abschluss der Humanmedizin, ja, was für sich selbst ja auch schon was Cooles ist. Und genauso sehe ich das auch. Und deswegen habe ich auch in der Zeit, wo ich im Board war, immer wieder dafür quasi advokiert und gesagt, wir müssen die Qualitätsstandards hochhalten. Das bedeutet nicht, dass wir weniger Leute durchlassen. Wenn es mehr Leute gibt, die diesen Standard erfüllen, dann sollen sie alle durch. Ja? Und was wir überlegen können, ist wieder Thema Professionalisierung. Wie schaffen wir es zu skalieren? Weil ich glaube, die Welt braucht noch wesentlich mehr gute Trainer, gute Coaches, ohne dass die Qualität reduziert wird. Und wenn ich dann beispielsweise auf so andere Professionen schaue, unter anderem die Medizin, haben wir es geschafft, in den letzten 100, 200, 300 Jahren massiv zu skalieren. Die Menge an Ärzten, die wir heute haben, hatten wir in der Vergangenheit nie.
und gleichzeitig die Qualität nicht nur gleich zu halten, sondern zu erhöhen. Und ich glaube, das ist auch nochmal so eine der Herausforderungen, die die Scrum Alliance in den nächsten Jahren angehen kann. Und ich glaube, das ist auch eine der wichtigsten Unterscheidungen zwischen der Scrum Alliance und den anderen Organisationen, nicht auf Teufel komm raus zu wachsen, sondern wirklich die Qualität an oberste Stelle zu stellen. Da auch nochmal eine Anmerkung, eine Ergänzung. Das Dachchapter von der deutsche Dependance oder diese deutschsprachige Dependance hat unter anderem auch eine Gruppe, die, wo sich Leute einfach treffen und Trockenübungen machen und Material sich angucken zum Trainer werden. Das heißt, es gibt tatsächlich auch einfach Leute in dieser Community, die sich dann zu austauschen. Das heißt, wenn du dich dafür interessierst, Trainer zu werden, zum einen kannst du jeden Trainer ansprechen und er sollte auch auf dich eingehen an der Stelle, um dich auf die richtigen Pfade, auf Checklisten hinzuweisen oder halt, was für Voraussetzungen da sind, um Co-Training zu machen. Aber es gibt halt eben auch diesen Austausch, wie übe ich trainieren? Wie schaffe ich gutes Material an der Stelle? Und da ist halt eben nicht einfach nur der Punkt dabei zu sagen, geh weg, wir halten den Markt klein, sondern da gibt es aktive Unterstützung. Das wurde von Trainern mit angestartet, um diesen Gap kleiner zu machen. Gerade weil, wenn man als Englischsprachiger in so eine anspruchsvollen englischen Tests reingeht, ist das sehr hilfreich und da bin ich sehr dankbar, dass das hier im deutschsprachigen Raum sich mehr und mehr so etabliert. Ja, und vielleicht sogar noch eine Ergänzung an dieser Stelle. Einer unserer Trainerkollegen, der Kai Simons, hat ja jetzt vor kurzem ein Buch dazu geschrieben, wie man Trainer werden kann und auch seine eigenen Unterrichtsmaterialien komplett frei zur Verfügung gestellt. Also es lohnt sich dort mal zu googeln, werdet ihr mit Sicherheit auch finden. Man kann das PDF relativ einfach und kostenlos, ganz wichtig, runterladen. Und der Kai ist auch einer von den Leuten, die extrem penibel sind. Also ich habe selber keinen gesehen, der so gut vorbereitet in das Co-Training mit mir gegangen ist, als er noch kein Trainer war. Vielleicht könnt ihr euch da die ein oder andere Inspiration rausziehen. Du sagst, Kai ist penibel. Ja. Was heißt das denn dann jetzt für, okay, für mich? Ich nehme euch dabei, dass ihr akribisch war, okay? Oh, jetzt haben wir also Kai, ganz anderes Level. Aber wir haben da den Punkt dabei, ich finde es wichtig, dass wir auch bei so Zertifizierung, dass es die Möglichkeit gibt, dass mir wichtig ist, das zu lernen, was schwer aus Büchern zu lernen ist und der Test zum Beispiel eine Ergänzung ist an der Stelle. Aber die Themen, was die Zertifizierung zum Beispiel zu Scrum.org zum Beispiel unterscheiden, habe ich in einer separaten Folge aufgearbeitet und glücklicherweise ja mit Dominik Maximini als Scrum.org-Trainer, sodass wir halt eben auch wirklich mal versucht haben, balancierte Bilder zu schaffen. Zu den Themen, die du gerade angesprochen hast, harte Zulassungskriterien, gibt es demnächst eine Folge, wo ich halt auch nochmal 5 Trainer eingeladen habe, dass wir darüber reden, warum ist Training wichtig, was ist bei diesen Einstiegstrainings wichtig, auch was man da lernen muss, aber auch was den Weg dazu auszeichnet. Dazu kommt demnächst halt auch nochmal eine Folge, einfach damit Leute so ein Gefühl dazu entwickeln und auch eine Orientierung dazu haben. Aber ich finde es halt einfach cool, dass so Aspekte mit drin sind, wie du sagst, es geht um Qualität, es geht darum, das zu lernen, was schwer aus Büchern zu lernen ist. Und es geht nicht einfach darum, eine Zertifizierungsmaschinerie zu schaffen und am Laufen zu halten. Genau. Ja. Und ein weiterer Unterschied ist eben auch, die Scrum Alliance hat sehr früh, vielleicht auch basierend auf Anfragen aus dem Markt, die Zielsetzung gehabt, aus der Softwarewelt auszubrechen. Das bedeutet nicht, dass wir versuchen, gar nicht mehr Scrum für die Softwarewelt zu machen, sondern ich glaube, die Nuss ist im Bereich Software schon längst geknackt. Es ist viel schwieriger, in anderen Bereichen das entsprechend anzuwenden. Und das ist etwas, wo ich die Scrum Alliance aktiver sehe als die anderen Organisationen. Wenn ich mich nicht täusche, steht bei Scrum.org als Beispiel immer noch sehr stark der Fokus auf Software, was in Ordnung ist. Man kann eine Nische nehmen und versuchen, in dieser Nische nochmal ein ganzes Stück besser zu werden. Aber der wirklich transforming the world of work durch Scrum und nicht nur in der Softwarewelt und nicht nur im Silicon Valley, sondern überall in verschiedensten Bereichen, das ist, glaube ich, auch nochmal ein so ein Steckenpferd, was ich primär bei der Scrum Alliance sehe. Ja, also es ist auf jeden Fall stark ausgeprägt an der Stelle und es ist ja auch ein spannendes Thema dabei, einfach zu sagen, wir haben diesen Anstieg an Komplexität in einer Art und Weise, wo die Leute es fast schon nicht mehr hören können, die Welt wird immer komplexer, bla. Aber tatsächlich auch daran zu arbeiten, was heißt es an der Stelle, in anderen Bereichen das zu benutzen? Letztlich ist es fast dasselbe, das überrascht immer wieder viele an der Stelle, dass wenn du das auf den minimalen Rahmen zurückfährst an der Stelle, ist es dasselbe. Du musst halt nur den Knick im Kopf wegmachen, genauso wie viele Software den Knick im Kopf wegmachen mussten, muss man das in anderen Bereichen auch. Aber es gibt viele Bereiche, wo es hinpasst, aber es gibt auch viele Bereiche, die wir
nicht agilisieren sollten. Also die meisten Hausmeistereien würde ich zum Beispiel nicht unbedingt auf Scrum packen. Außer sie sind halt für ein großes internationales Unternehmen an der Stelle, wo sie dann so einen Standort haben von 30.000 Leuten und da irgendwie wirklich was zaubern müssen. Da können wir dann nochmal drüber reden. Aber es ist ein spannendes Feld und ich bin froh, dass das in der Scrum-Lines mit bedacht ist, ja. Ja. Wir sind in dem Bereich Vergleich zu anderen Organisationen rund oder was würdest du noch ergänzen? Nee, ich glaube, das passt. Das sind für mich so die wichtigsten Punkte gewesen immer. Also aus meiner eigenen Perspektive, ne? Im Zweifel ist ja der spannende Punkt, welche Perspektiven sollten wir noch beleuchten und alles mit reinnehmen. Also ich habe dieses Jahr tatsächlich einiges auch vorher noch im Podcast in der Richtung. Zum Beispiel, ich finde das relativ schön jetzt gerade, wie wir Themen durchgegangen sind, weil es nicht nur so einen Einblick gibt, was die Scrum Alliance macht, sondern ich habe so ein paar Sachen auf der Agenda. Ich will dieses Jahr Skalierungswochen hier im Podcast machen. Das heißt, ich habe schon Leute rausgesucht, wo ich zu 5, 6 gängigen Skalierungswegen, die Leute wählen quasi, mir jeweils einen einlade, eine Basisfolge macht, wo ich halt sage, was passiert hier eigentlich gerade mit Skalierung, um dann halt zu jeder dieser Sachen eine spezielle Folge zu machen, damit Leute da einen Einblick zum Beispiel zu kriegen. Ich will noch die ein oder andere Folge mehr machen zu in Nicht-IT, bisher habe ich eine zur Hardware aufgenommen, aber ich wollte noch einige aufnehmen, wie es zur Prozessverbesserung und anderen Sachen eingesetzt wird. Also eigentlich relativ schön jetzt gerade diese Punkte dann zu sehen, hey, der Schwerpunkt scheint ganz gut zu passen zu dem, was wir gerade gesprochen haben. So gesehen finde ich das relativ schön. Cool. Gibt es irgendwas, was wir zur Scrum Alliance vergessen haben? Bestimmt. da passiert halt relativ viel. Ne? Es ist eine global tätige Organisation und ich würde die Scrum Alliance auch nie nur auf die eigentliche Organisation beschränken. Für mich persönlich, ne, gehört die Coaches und Trainer-Community immer direkt mit dazu. Und da ist halt sehr, sehr viel Dynamik drin. Stand jetzt gibt es mit Sicherheit irgendwelche Leute, die in unterschiedlichsten Bereichen wieder etwas Cooles machen. Das wird dann geteilt und dann wird geschaut, ob daraus ein Produkt gebastelt werden kann und so. Also von daher, ich glaube, wir haben nie den Anspruch auf Vollständigkeit an dieser Stelle, wenn wir so eine Zeitaufnahme machen. Aber ich glaube, die wichtigsten Dinge haben wir. Aber dann vielleicht da noch ganz kurz von mir ein abschließendes Wort für die Zuhörer und dann kannst du gleich auch nochmal ein Schlusswort machen. Die Scrum Alliance ist eine Community-getriebene Organisation. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel in einer Organisation mitwirken wollt, die sehr klar strukturiert ist, in der alles aus einem Guss ist, dann ist die Scrum Alliance sehr wahrscheinlich nicht eure Organisation, weil es ist eine Bewegung von ganz vielen unterschiedlichen Leuten, nicht nur den Trainern und Coaches, sondern auch verschiedensten Initiativen, die dort zusammenkommen, wo immer wieder auch Sachen entstehen, zusammenkommen, passieren, manche verfallen, manche werden dann auch nochmal neu aufgesetzt an der Stelle. Das ist einerseits eine Schwäche vielleicht auch der Scrum Alliance, aber das zeichnet auch den Charme aus, weil es halt eben darum geht, wie bringen wir das zusammen? Und da freue ich mich halt einfach immer drüber. Ja, vor allem, wenn diese Dinge dann irgendwann wieder face-to-face stattfinden können und wir als Gruppe von 150, 200 Leuten in einem Raum sind und da spürt man dann tatsächlich die Magie. Was ist dein Schlusswort? Was sind so die letzten Sachen, die du den Leuten mitgeben möchtest? Du, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir beide hier wieder ins Gespräch gehen konnten. Ist auch immer wieder cool, mit dir zu sprechen. Nein, ich glaube, das eine ist natürlich, ich freue mich über jeden, der sich überhaupt auf die Reise begibt, mehr in dieser Thematik dazuzulernen. Egal, ob das mit der Scrum Alliance ist, ob das jetzt mit mir ist, ob das mit irgendeiner Organisation, vollkommen egal. Ich freue mich über jede Person, die sich auf diese Reise begibt. Und ich würde jeder Person raten, sich versuchen, dort auch eine entsprechende Community zu suchen, dass sie gemeinsam mit anderen Leuten das macht. Ob das jetzt eine regionale Community ist, wie der Scrum-Tisch in Köln oder etwas Entsprechendes in Hamburg, oder ob das eben auch mehr und mehr Online-Communities sind. Auch dort gibt es ja einige Dinge. Und dann eben diese Philosophie auch tatsächlich auf sich selbst anzuwenden. Wir beide sind, obwohl wir schon seit vielen Jahren in dieser Thematik drin stecken, wir lernen ständig dazu. Und je weiter vorne man bei dieser Reise ist, desto mehr hat man dazu zu lernen. Und dieses Mindset, dieses Growth-Mindset für sich selbst anzuwenden, das wäre, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wenn Sie dann bei der Scrum Alliance landen, dann sich dort zu engagieren, an der Community beizutragen, weil dort kann man tatsächlich an der Organisation etwas ändern. Ich war 4 Jahre Mitglied und bin dann in den Aufsichtsrat gewählt worden. Hätte ich so schnell auch nicht gedacht. Und dort hatte ich echt die Möglichkeit, die Organisation mitzuprägen. Unter anderem den Wechsel von klassisch ein CEO zu eben Chief Product Owner und Chief Scrum Master. Du hattest es schon angesprochen.
Und diese Erfahrung wird immer bei mir bleiben. Ne? Also von daher, ich glaube, die Organisation unterstützt oder gibt einem auch die Möglichkeit, sich auf verschiedensten Ebenen zu engagieren, die Organisation zu prägen und eben damit auch die Mission der Organisation zu unterstützen und dort einen Impact zu haben. Cool. Sora, danke für deine Zeit, danke für deine Einblicke. Ich freue mich auf das Gespräch. Sehr gerne. Danke dir, Ralf. Auch. Oh.